Also irgendwie habe ich hier einen ganz komischen Kampf auf einmal. Den mache ich mal eben. Ist übrigens ein gescripteter Kampf, also von daher. Wen haben wir denn hier? Enoir. Haben wir den nicht mal als Boss gehabt? Also Kartenwandlung geht. So, entschuldigt das kurze Unterbrechung. Ich hab keinen Sound. Aber man sieht selbst, Gino macht jetzt schon über 1000 Schaden. Beziehungsweise El Viole war ein Endboss, genau. El Noir ist ja sein kleinerer Bruder als normale Monsterform. Ich weiß das nicht, ob ich jetzt ins Präsidentenpalästchen hin darf. Ansonsten suchen wir die ganze Stadt einfach ab. Ja, wir müssen die Residenz betreten. Jetzt müsste es aber eigentlich betretbar sein. Immer noch nicht. Weil normalerweise müsste sie dann sagen, die Befugnis wurde bereits erteilt. Ich suche mal in der Stadt einfach weiter nach. Bis gleich. Es kann natürlich auch sein, dass wir erst woanders hin müssen. Ach. Du heilige Schande. Ja, es tut mir wirklich leid, dass diese Aufnahme jetzt hier wirklich so fällig geworden ist, aber es liegt für mich schon sehr, sehr weit zurück, die letzten Aufnahmen. Wobei ich sagen muss, die liegen etwas weiter zurück, als ihr die den letzten Part vorher gesehen habt, bevor das mit den ganzen GFs wieder kam. Also Part 99 meine ich damit. Hier ist nämlich auch unser Hündilein. Das müssen wir nämlich vorher aktivieren. Oh. Sorry. Was ist? Hier ist wohl einer zu viel.
Das sieht dir nicht ähnlich. Was ist mit dem Mädchen aus der Bücherei, Xell? Was? Wovon redest du? Der ganze Garten weiß es. Selbst ich hab's gemerkt. Hey, wir reden jetzt nicht über mich. Tschüss, Waldi. Angel. Was passiert mit mir? Sei unbesorgt. Es gab auch gute Hexen. Edea war auch eine gute. Du wirst bestimmt auch eine. Aber Edea, ich weiß nicht, was passiert, wenn Artemisia in mich eindringt. In mich dringt? Im Weltall habe ich Adele wieder erweckt. Was werde ich als nächstes anstellen? Was wird dann? Muss ich dann die ganze Welt bekämpfen? Ich habe Angst. Renoir. Auch wenn die ganze Welt gegen uns ist. Er sagt uns, ich bin immer noch dein Hexenritter. Da-da-da, da-da-da-da-da. Wenn Artemisia mich beherrschen sollte, kommen die Seeds, um mich zu töten. Mit dir als Anführer. Und dann wirst du mein Herz mit deinem Schwert. Vollkommen verfehlen, nehme ich den Körper gleich komplett und sie in den Arm schließen und danach ist Artemisia weg und dann heißt es Happy End. Aber wenigstens werde ich von dir getötet. Nette Aussichten. Blatrix, wenn es soweit ist. Nein, ich werde immer noch mein Schwert vollkommen in den Boden rammen, dich umarmen und dann ist Artemisia für alle Zeiten weg. Das werde ich nicht tun. Ich kämpfe nicht gegen dich. Unser Feind ist Artemisia, die Hexe aus der Zukunft. Artemisia wird kommen. Ich werde dann von ihr beherrscht. Was willst du tun? Wie willst du mich retten? In die Zeit reisen. Mir wird schon was einfallen. Es gibt bestimmt einen Ausweg. Glaubst du? Ja, ich werde einen finden. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Bis du einen Weg findest, sollte ich vielleicht doch in dieser Kapsel bleiben. Das ist zwecklos. Ich werde dich dann wiederholen. Du bleibst in meiner Nähe. Oh, genau das war's. Was war? Damit hat alles angefangen. Wovon redest du? Hast du es vergessen? Hab ich das gesagt? Ist schon gut. Daran sind die GFs schuld. Deswegen habe ich es vergessen. Faule Ausrede. Geht's dir wieder besser? Ja. Blatrix? Ich hatte einen schlimmen Albtraum. Darin wollten wir uns zusammen die Sternschnuppen ansehen. Ich habe mich schön gemacht. Aber ich wusste nicht mehr, wo wir uns treffen wollten. Ich wusste nicht wohin, aber ich lief, um dich zu suchen. Berge, Wüsten, Felder, Timber, Balamp, Galbadia, ich war überall. Ich konnte nicht mehr laufen, aber ich wollte dich sehen. Ich rief, Blatrix, wo bist du? Dann bin ich aufgewacht. Ich hab geweint. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Aber wenn ich es dir erzähle, muss ich nicht mehr daran denken. Der Grund, warum wir uns nicht treffen konnten, ist, weil wir uns nicht abgesprochen haben. Kann sein. Wir treffen uns hier. Ich werde hier sein. Kleiner Rückblick an das Intro. Da sind nämlich genau die gleichen Worte gefallen. Ich werde hier sein. Wer sich noch daran erinnert? Und dann? Ich werde hier warten. Auf wen? Ich werde hier auf dich warten. Okay, ich werde hierher kommen. Dann klappt es bestimmt. Versprochen. Ups. Ich störe ja ungern, aber... Wir haben eine Nachricht aus Esther erhalten. Sie wollen die Seeds anheuern. Sie wollen wohl Renoir wieder haben.
Der Gouverneur am Apparat hieß Kyros. Kyros ist doch unser Kyros. Gyros! Jetzt habe ich Hunger auf Griechisch. Boah. Gouverneur Kyros, Sie wollen uns anheuern. Gehen wir hin. Das war nämlich der entscheidende Punkt. Blatrix, der kleine Junge, der immer heulend nach Alien gesucht hat. Nee, ich kann nicht mit dir Karten spielen. Schade eigentlich. Gibt's hier was? Nö. Blatrix. Ich will dir etwas erzählen. Etwas über mich. Die Tragödie begann vor ungefähr 13 Jahren. Ich wurde eine Hexe, als ich noch klein war. Vor 13 Jahren bekam ich zusätzliche Macht. An dem Tag traf ich hier eine Hexe, die ihr ganze Energie aufverbraucht hatte. Ich habe die Macht dieser Hexe übernommen. Ansonsten hätte sie meine Kinder bedroht. Daher habe ich ihre Macht angenommen, aber damit begann die Tragödie. Jetzt hat das Leid ein Ende. Ich weiß jetzt, dass jedes Leid irgendwann einmal endet. Blatrix, daher musst du deinen Kampf zu Ende führen, auch wenn dadurch neues Leid entsteht. Und genau diese Worte werden wir uns nochmal merken von Medea. Denn das hat was auch mit dem Ende zu tun. Und deswegen finde ich es auch, ist Final Fantasy 8 von der Geschichte her um einiges besser als Final Fantasy 10. Weil die Story in sich geschlossen ist. Man brauchte nichts weiter zu erzählen. Kein nix, kein gar nichts. Es gibt zwar noch einige Sachen, die vielleicht hätten erklärt werden können. Aber es sind nur so kleine, nebensächliche Sachen, finde ich. Also, es ist nicht wirklich von größter Notwendigkeit, weil es regt dann auch noch so ein bisschen die Fantasie an. Obwohl eine Sache, die sehr, sehr, sehr stark hingewiesen worden ist, da werde ich auch nochmal in der Gerüchte-Szenen noch drauf hinweisen. Das hat nämlich auch nämlich was mit etwas Wichtigerem zu tun. Es war jetzt für die Story irrelevant, aber trotzdem ist es dann doch interessant, darüber nachzudenken. Deswegen ist das dann doch ganz gut, dass sie es nicht genannt haben. Übrigens, die Vermutung der Fans wurde übrigens bei diesem Punkt von Squaresoft, glaube ich, noch widerlegt. Die Genehmigung wurde erteilt. Bitteschön. So, und jetzt können wir nämlich das wirkliche Ende betreten. Der Präsident wartet auf Sie. Halt. Kyros. Gyros. Der Mann da hinten ist ein Irrer! Wo bin ich bloß gelandet? Oh, danke. Hey! Endlich treffe ich euch, Elfen. Du warst in mir, oder? Das habe ich mir von Alien sagen lassen. Ab und zu spürten wir, dass jemand in uns ist. Und wir konnten dann unglaublich gut kämpfen. Wir sagten uns, dass die Elfen gekommen sind.
Wie dem auch sei, ich bin der Esther-Präsident. La Guda Leo! Leute! Wir werden gut auskommen, oder? Naja, wegen der Notlage konnten wir nicht so lange plaudern. Obwohl, ein bisschen schon. Was wollt ihr wissen? Wenn ihr Präsident Laguna reden lasst, werdet ihr nie zu Wort kommen. Stellt ihn lieber Fragen, dann wird Präsident Laguna antworten.